Wir beschäftigen uns nun mit der Exekutive und hier zunächst mit der Frage, wer ist Teil der Exekutive? Und viele, die sich das politische System der Bundesrepublik Deutschland anschauen, sehen natürlich zunächst den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin. Wir hatten bisher, also der erste Kanzler war Konrad Adenauer, gefolgt von Ludwig Erhard, Kurt Georg Kiesinger, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Angela Merkel. Sehr unterschiedliche Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzler. Also eine relativ überschaubare Zahl im Vergleich zu anderen Ländern. Wenn man an andere Demokratien wie zum Beispiel die japanische denkt, wo die Anzahl der Premierminister unüberschaubar geworden ist, kann man in Deutschland von einer relativen Stabilität sprechen. Und einige Kanzler, Kanzlerinnen haben eben auch sehr viele Jahre im Amt verbracht. Die Unterschiedlichkeit der Kanzlerinnen und Kanzler schlägt sich nieder in den Etiketten, die in der Literatur vergeben werden. So spricht man bei Konrad Adenauer von einer Kanzlerdemokratie. Bei Willy Brandt wird häufig gesagt, er sei der große Visionär gewesen. Bei Gerhard Schröder, der ja mit der Agenda 2010 verbunden wird, wird häufig davon gesprochen, er war der Macher oder der Reformer. Sodass hier wirklich die unterschiedlichen Charaktere auch ins Auge fallen, mit unterschiedlichen politischen Führungsqualitäten. Wenn wir von politischer Führung sprechen, unterteilen wir eigentlich in strukturelle Führung, das ist so dann die Umsetzung der Richtlinienkompetenz in praktische Politik. Wir sprechen von intellektueller Führung, das sind Visionen, wie man ein künftiges Deutschland gestalten könnte. Wir sprechen aber auch von unternehmerischer Führung, das sind dann so Dinge wie Koalitionen zusammenbringen, Agenda Setting und so weiter. Wer gehört noch zur Exekutive? Natürlich die Regierung mit den unterschiedlichen Ministerien, die öffentliche Verwaltung von Bund, Ländern und Kommunen, bestimmte Vollzugsorgane, Polizei, Staatsanwaltschaft, Justizvollzugsanstalten, Gerichte. Hier kommt das Rechtsstaatsprinzip sehr stark zum Tragen. Darüber hinaus aber auch Verwaltung des Bundes im Auswärtigen Amt, Bundeswehr, Bundesfinanzverwaltung, aber auch der Bundespräsident. Und hier erinnern wir uns an den Reichspräsidenten der Weimarer Republik, der eine sehr starke Stellung hatte, für 7 Jahre plebiszitär direkt vom Volk gewählt wurde, was in der Bundesrepublik eben nicht mehr der Fall ist. Und auch im Vergleich zu Macron, den derzeitigen Präsidenten in Frankreich, oder Donald Trump, Obama, George W. Bush, den letzten Präsidenten in den USA, ein Präsident, der eine relativ schwache Stellung hat. Kurz zum Bundespräsidenten nochmal, gewählt durch die sogenannte Bundesversammlung, die wir schon behandelt haben im Bereich Föderalismus. Bundesversammlung, also Vertreter des Bundestags und der Länder und eben nicht gewählt wie noch in der Weimarer Republik durchs Volk. Derzeit Frank-Walter Steinmeier. Der Bundespräsident ist der oberste Staatsnotar, könnte man sagen. Also der oberste Urkundsbeamter. Unterzeichnet Bundesgesetze, die dann im Bundesgesetzblatt verkündet werden. Ernennt und entlässt den Bundeskanzler auf Beschluss des Parlaments. Aber er hat eben keine Diktatorialgewalt, nicht so weitgehende Rechte wie in der Weimarer Republik, kein Notverordnungsrecht und hat eben im Vergleich zur Weimarer Republik nur noch repräsentative Funktionen.